Hallöchen, meine Froppelsfreunde und Kumpels, wie geht's dir stets? Heute tatsächlich nochmal ein paar Warzone-News, mal ein paar erzählenswertere News als gestern irgendwie, wie ich finde. Neue Waffen, neue Operator und all sowas, eine neue Map kommt tatsächlich auch für den normalen Multiplayer. Und ja, bevor ich dazu komme und darüber rede, würde ich mich natürlich noch über ein Abo freuen. Und einmal, wirklich einmal muss ich nochmal nerven. Ich würde mich echt dolle darüber auch noch freuen, wenn ihr, ich werde das Thumbnail mal hier einblenden, wenn ihr euch dieses Video mal angucken könntet von mir. Das hat nämlich ziemlich lange gedauert und für die zweite Runde in meinem Leben, in der ich gewonnen habe, war das wirklich nicht schlecht, ne? Also ein letztes Mal, dass ich das jetzt noch erwähne, falls ihr keinen Bock habt und das nicht sehen wollt, dann ist es halt so, ne? Aber ja, ist halt so, was soll ich dazu sagen? Und jo, auf jeden Fall, das kann man hier tatsächlich auch schon sehen, das werde ich euch jetzt hier auch mal zeigen, kommt dieser Operator Talon bald ins Spiel. Ich will mir nicht holen, weil für einen Ego-Shooter irgendwelche Skins für einen Operator haben, beziehungsweise verschiedene Operators eigentlich sinnlos, weil man selber sieht ihn sowieso nie und die kosten hier auch immer Geld, also ich würde es euch nicht empfehlen, euch den zu holen, aber er kommt auf jeden Fall. Kommt für den normalen Multiplayer denn noch eine neue Map raus? Das müsste ja die wenigsten interessieren, weil nicht jeder hat ja den Multiplayer, aber mich würde das interessieren. Ich werde die auf jeden Fall aufnehmen. Die nennt sich Kandor Hideout, ist eine mittelgroße 6 vs. 6 Map, die in der Mitte ein großes Lagerhaus beherbergt und außen herum Gebiete für alle Kampfdistanzen bietet. Auf jeden Fall nice, bestimmt wieder übelst die Camper-Scheiße und ich werde komplett verzweifeln, aber ausprobieren werde ich sie dennoch. Dann kommt für Warzone neue Waffen, also was heißt neue Waffen? Es kommen Waffen, die es im Spiel schon gibt, bloß werden diese denn in Kisten und auch überall zu finden sein, in verschiedenen Seltenheitsstufen. Und den Anfang macht in dem Fall die 725 Schrotflinte, das Teil ist im Nahkampf ultra böse. Als Modern Warfare released wurde, kann ich euch erzählen, war das Teil so heftig, ne, da haben sich viele drüber beschwert, damit konnte man aus 800 Meter One-Shots verteilen, mit einer Schrotflinte tatsächlich, die ist jetzt zwar nicht mehr zu krass, aber im Nahkampf habt ihr trotzdem übelst den Vorteil mit der, also wenn ihr trefft, wenn ihr die zwei Kugeln trefft, dann habt ihr eigentlich schon den Fight gewonnen. Dann als zweites kommt noch die MK2 Karabiner ins Spiel. Das ist das schnellste DMR, was es hier gibt. Mit der kann man ultra quickscopen, wenn die Aufsätze stimmen. Ich weiß ja nicht, welche Aufsätze die dann haben wird. Ist jetzt vielleicht nicht so stark. Werdet da ein, zwei Schüsse für brauchen für den Gegner. Kopfschuss natürlich dann auch nicht, ne? Denn One-Shot. Aber auf jeden Fall ein nice Teil, mit der ist man ziemlich schnell unterwegs. Dann kommt noch die EBR-14. Eine Waffe, wie man sieht, Level 10, die habe ich fast nie gespielt. Kann ich euch nicht so viel zu sagen, leider. Und als letztes kommt die 50 Kaliber GS. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Die Desert Eagle kommt dann als letztes. Habe ich auch nicht viel gespielt, weil auf Pistolen wechseln ist ja immer absolutes No-Go, ne? Ich habe immer gesniped und so, deswegen sage ich das gerade. Ich habe Pistolen auch nicht großartig gelevelt, außer eine, wo ich Akimbo freischalten wollte. Kann man übrigens auch in dem Spiel Akimbo freischalten. Dann müsst ihr mal gucken bei den Aufträgen, beziehungsweise bei den extra Aufsätzen. Ach, vielleicht mache ich auch mal ein eigenes Video. Ist auch beschissen, interessiert doch jetzt hier sowieso keinen. Und ja, obwohl, und ich lese gerade und es ist wieder alles völliger Quatsch, was ich erzählt habe. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt noch so geschnitten, dass man es nicht mitbekommt. Ne? Ich lese hier gerade, das Update soll wohl morgen kommen, also Mittwoch. Mittwochmorgen, 25. März um 7 Uhr. Das weiß ich jetzt nicht. Also die einen sagen das, die anderen das. Eigentlich kommen Updates immer dienstags. Vielleicht kommt das jetzt auch Mittwoch. Ich habe jetzt auch keine Ahnung. Wir werden es ja sehen, wann das Update denn kommt. Also man sieht es ja, wenn das Spiel geupdatet wird, will ich euch damit sagen. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon. Das wollte ich euch mal kurz erzählen, zeigen. Und ich bin gespannt, wann es kommt, wie es wird. Hab Bock. Das News-Video von gestern mit den News, mit den neuen Playlisten, das wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber das hier ist jetzt was, was wirklich echt ist und was wirklich bestätigt ist und was auch wirklich kommt. Haut da rein und tschüss!